DFB-Pokal gespielt, was eine Menge über die Qualität des Kaders damals aussagt. Kannst dich an ein Tor erinnern, was du erzielt hast, an ein wichtiges Tor? Ja, das war gegen den Hallescher FC. Da waren wir 91, 92. Wir waren der jüngere Jahrgang damals noch. Und selbst da, ich meine, selbst da war der Kader krass. Marc Lukic von damals, Christian Grune, Alessandro Schirosi und was weiß ich was alles, waren auch sehr geile Fußballer am Start. Da hatten wir ein Spiel gehabt gegen den Hallescher FC. Da war ich erstmal von der Bank, bin quasi von der Bank aus irgendwann in der 87. oder sowas eingewechselt worden. Und ja, irgendwann in der 117. oder sowas war das, glaube ich, habe ich dann, ich glaube, das Siegtor war das geschossen oder den Deckel zugemacht. Und sind schon geile Gefühle auf jeden Fall. Der schlimmste Platz in Hamburg ist. An den ich mich erinnere, war Elazığspor damals. Der Grand, der ging gar nicht. Das war echt Ist Katastrophe. das der da bei Hamm? Ist das der? Ja, ich glaube, der ist da auf jeden Fall. Der ist Ja, der ist schrecklich. ganz schön und schlimm. So, du hast jetzt eine Menge Stationen im Herrenfußball durchlaufen. Eine Menge sehr guter Stationen. Gibt es eine Mannschaft, an die du dich gerne zurückerinnerst? Ein Verein, wo du sehr, sehr gerne gespielt hast, wo du tolle Erfolge gefeiert hast? Ja, also wenn ich mich zurückerinnere, denke ich an die Zeit mit Teutonia zum Beispiel. Das war einfach so, also Teutonia war in meinen Augen, auch wenn Dassendorf damals die Meisterschaft geholt hat, war Teutonia in meinen Augen quasi die Mannschaft, die einfach das krasseste Talent an Spielern hatte, so. Von der Verteidigung bis hin zum Sturm hat einfach alles irgendwie funktioniert. Und ja, es ist schade, dass man der Mannschaft, also den gleichen Kader von damals quasi nicht noch ein zweites, drittes Jahr geschenkt hat, weil dann bin ich mir ziemlich sicher, hätte man einiges auf jeden Fall noch auf die Beine stellen können. Teutonia war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wenn ich an Hamm zurückdenke, war natürlich auch, hatte man auch ein paar schöne Momente miteinander. Eigentlich in jeder Mannschaft so. Ja. Aber wenn ich eins irgendwie rauspicken müsste, war das dann halt schon so die Jugend von Concordia und jetzt im Herrenbereich schon so die Mannschaft von Teutonia, die man damals hatte. Wie siehst du dich in 5 Jahren? Wo bist du in 5 Jahren? In 5 Jahren, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Also auf jeden Fall sehe ich mich in 5 Jahren noch beim Futsal, beim Fußball, vielleicht als Trainer. Als Trainer Daniel Suntic? Ja, mal schauen. Also es ist auf jeden Fall, ich habe das im Hinterkopf, dass ich diese Trainerlizenz auf jeden Fall auch in den nächsten 1, 2, 3 Jahren eventuell auch in Angriff nehmen will. Aber da steht noch alles zu weit in den Sternen. Du hast ja jetzt auch eine Menge Trainer erlebt. Wir haben viele Fragen reinbekommen, die wir dir stellen sollen. Eine Frage davon ist deine Meinung zu deinem Ex-Trainer Berkan Algan. Ich glaube, ihr wart zusammen bei Lurup, oder? Ja, da war ich eine kurze Zeit bei Lurup auf jeden Fall. Berkan Algan ist ein sehr guter Trainer in meinen Augen. Er holt nochmal die letzten Prozente aus einem raus, geht komplett über die Disziplin und ja, ich glaube, unter ihm war ich auch mit am fittesten in meiner Karriere so, weil er einfach, wie gesagt, einen guten Draht zu einem Spieler haben kann. Und wir hatten eigentlich einen guten Draht zueinander und ja, wie gesagt, er holt auf jeden Fall die Prozente aus einem nochmal raus. Wer war dein krassester Gegenspieler im Futsal? Du hast ja jetzt auch schon dort einiges erlebt. Also ich muss sagen, meine Position, die ich letztes Jahr in der deutschen Meisterschaft gespielt habe, war ja die fixe Position. Und ich muss schon sagen, der Pivot, also der Stürmer-Pivot von Weilendorf war schon echt eine harte Nummer auf jeden Fall. Ja. Da war, musst du überlegen, noch mal einen halben Kopf größer als ich, so auch stämmig so leicht und 1A Technik gehabt. Ne? Also wie gesagt, das war schon ein sehr, sehr krasser Spieler. Ich habe jetzt seinen Namen auch gerade nicht im Kopf, aber Ja. da war schon sehr gut auf jeden Fall. Wie sieht's aus? Bist du noch am Beats machen? Ja, das ist auch ein Projekt, was ich nebenbei mache. Das ist so Musikgeschichte mit einem Kollegen von mir. Ja. Ja, und bei uns so, wir produzieren quasi Beats ein bisschen so nebenbei, freizeitmäßig. Und ja, also ich bin noch dabei auf jeden Fall. Uns ist eine weitere Frage für dich eingegangen. Gab es eine Mannschaft, bei der du gespielt hast, die nicht hätte sein müssen? Ich bin mal gespannt. Die einzige Mannschaft, die mir da in den Kopf kommt, ist halt Dassendorf, halt einfach nur aus dem Grund, also nicht wegen den Spielern oder sonstiges, das ist schon sehr, sehr gut da gewesen alles, inklusive Trainingseinheiten und was weiß ich was alles, aber bei Dassendorf war das halt so, da war man halt mit dem Trainer nicht so auf einen Nenner und du konntest dich quasi, egal wie, ins Zeug reinhauen, egal wie du trainiert hast und egal was für eine Leistung du abgerufen hast im Training und was weiß ich was alles, hattest du echt genau gar keine Chance da irgendwie dich zu zeigen. Ja. Und ja, dementsprechend war das schon irgendwo, ja, ich sag mal, nicht vergeudete Zeit, weil wie gesagt, das waren echt
auch eine coole Zeit mit den Jungs und die Trainingseinheiten waren auch echt sehr, sehr gut. Aber ja, wenn man eine Mannschaft wählen müsste, wäre das halt die Mannschaft allein nur wegen dem, ja, wegen der Beziehung zwischen mir und dem Trainer. Wer ist momentan für dich der beste Spieler der Welt? Der beste Spieler der Welt, solange er spielt und solange er noch auf dem Fußballplatz tätig ist und bleibt, Lionel Messi in meinen Augen. Ich will jetzt auch nicht für Diskussionen oder sowas sorgen, aber Lionel Messi hat ein Talent Komm. von dem lieben, genau, von dem lieben Gott. Und er ist einfach anders. Also klar, Ronaldo zähle ich auch mit dazu, aber Ronaldo ist halt so, er hat sich alles antrainiert, er ist ein Trainingsbiest. Er wollte mal zu den Besten gehören, er hat sich durchs Training, hat er sich dahin katapultiert und deswegen redet man auch immer über die beiden, weil das halt die zwei Besten der Welt sind. Aber wenn jemand so die Nasenspitze vorne hat, dann ist es echt auf jeden Fall Lionel Messi. Du bist ja Barca-Sympathisant. Ja. Stichwort Futsal, gegen Barcelona einmal spielen. Das durftest du ja erleben. Du warst Ja. dort, du hast La Masia gesehen. Was war das für dich? Was hat das in dir ausgelöst? Ja, also wenn du jahrelang Barca-Fan bist und die Hymne auch ständig hörst und die auch mittlerweile kennst irgendwie so und wenn du dann da in die Halle einläufst mit der Nationalmannschaft gegen Barcelona spielst und die Barcelona-Hymne läuft, ist auch nochmal so ein Gänsehaut-Feeling irgendwie so halt, ne? Aber war auf jeden Fall, also wie gesagt, alles, was mit der Nationalmannschaft zu tun hat, waren einfach echt schöne Erfahrungen. Und ja, gegen Barca war es halt nochmal so ein extra Sahnehäubchen. Hast du vielleicht die Saison ein paar Spiele beobachtet, wo dir jemand besonders aufgefallen ist, ein junger Spieler? Und wenn ja, welcher Spieler ist es? Diese Saison ein Talent. Also es gibt, wir haben wie gesagt bei HSV Panthers haben wir einen Spieler dazu bekommen, beziehungsweise zwei, drei Spieler, die ziemlich jung sind, die noch gar nicht auf dem Schirm sind, quasi im deutschen, sage ich, im Hamburger Fußball. Ja. Die sind auch quasi zu HSV Panthers dazu gestoßen, die Jungs. Das sind drei Jungs, die ich im Kopf habe. Das ist Dennis Öztürk, das ist Berat und das ist Sid. Sid und Berat spielen zusammen und Dennis jetzt auch. Die spielen alle drei bei Vorwitz Wacker. Unter der Leitung von Und Michi. genau, und wie gesagt, die sind schon, ja, also sehr engagiert und sehr talentiert und aus denen kann man noch einiges rausholen von den Jungs. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.